Hallo Leute, es geht weiter mit Dreadout. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte ja schon bei Facebook gepostet, dass ich einen Magen-Darm-Infekt hatte, um es mal so auszudrücken. Das war nicht so schön. Das hatte jetzt Wochenende gedauert und davor hatte ich wenig Zeit und davor hatte ich ja auch wieder irgendwas. Und ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden für die Leute, die es interessiert, und für die anderen tut es mir auch trotzdem leid, für alle anderen auch. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt weiter, bin aber irritiert, dass hier jetzt nichts ist. Und das letzte Mal war es ja auch so buggy. Wie ging das jetzt nochmal? Okay, so mache ich ein Foto, alles klar. Wenn ich jetzt hier voll loslaufe, geht's dann wieder los? Oder? Oh Gott, ich erschrecke. Da hinten hat sich was bewegt. Da ist es schattiger geworden. Ich habe es genau gesehen. Ich laufe einfach mal. Ich laufe einfach mal. Das letzte Mal hat es nicht geklappt. Ich habe ein bisschen Schiss. Was heißt ein bisschen Schiss? Ich habe ziemlich Schiss, dass dieses Wesen wiederkommt. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Und mache ich davon ein Foto von diesem... Ich habe das Gefühl, dieser Gang ist endlos. Hallo? Sie gehen von alleine wieder zu, die Türen. Und wenn ich hier so dieser Blutspur folge, die auf dem Boden hier ist, oder was auch immer das hier überhaupt ist. Ich laufe einfach mal. Kann ja nicht so falsch sein, den Gang zu laufen. Hallo? Warum kommt die böse Geisterfrau nicht mehr? Habe ich sie damals verjagt? Bums, Tür wieder zu. Und wenn ich zurücklaufe? Genau dasselbe wahrscheinlich, ne? Das kann doch nicht sein. Und wenn ich hier so einen ewigen Bug jetzt habe, der gar nicht weggeht, oder muss ich dafür jetzt das ganze Spiel nochmal spielen? Oder gut, okay, so lang war das jetzt nicht, wenn man weiß, was man zu tun hat, aber die Scherenfrau nochmal besiegen müssen? Da hätte ich ja jetzt so gar keine Lust zu. Die war doch hier. Oh, die Musik kommt wieder. Das ist schon mal gut. Musik. Hello. Und wenn wir jetzt so ein paar Fotos einfach mal machen? So, und auf einmal steht sie dann hinter mir. Buh. Guck mal, da hinten ist doch so ein Schatten. Da wedelt doch irgendwas. Sieht aus wie ein Yin-Yang-Zeichen mit Schweif. Mit ein bisschen Fantasie. Lauf zu dem Yin-Yang-Ding. Aber das, was da ein Yin-Yang-Zeichen mit Schweif ist, war das letzte Mal eine eklig gruselige Frau mit langen schwarzen Haaren. Von daher... Da ist sie doch. Das ist die Olle. Mit ihren Haaren. Die steckt da bestimmt fest, so als Bug. Und ich laufe mir jetzt hier stundenlang einen ab. Das finde ich doof. Und wenn wir zwei Türen aufmachen, zugleich? Geht nicht. Hat leider nicht geklappt. Also eigentlich hatte ich vor, als nächstes ein Foto von ihr zu machen, aber sie will sich anscheinend nicht zeigen lassen wie sonst. Hätte man vor ihr weglaufen müssen, ist immer noch die Frage. Oder dreht man sich zu ihr um, guckt ihr vollends ins Gesicht und macht Fotos. Und ich schätze mal, in so einer hektischen Situation darf man mehrere Male ein Foto machen, bis man dann irgendwann ans Ende des Ganges vielleicht kommt. Das hätte ich jetzt so eingeschätzt vom Spiel. Oder es kommt ein Bug und man kommt gar nicht weiter. Ja. Wieso habe ich jetzt eine Errungenschaft bekommen? Fürs Laufen? Ich glaube schon. Und ich laufe und laufe und laufe. Einfach mal eine Olympiamedaille bekommen.
In Wirklichkeit würde ich nicht so lange laufen können. Schon gar nicht mit so einer blöden Seitentasche und einem Handy nach vorne. Ah, sie hat schon sehr viel Ausdauer. Aber dass es ein Bug ist, merkt man eigentlich schon daran, dass sie nicht aus der Puste kommt. Und wieso war die Musik da und jetzt wieder nicht? Wenn du feststeckst, hilft dir Lindas Tagebuch vielleicht weiter. Lindas Tagebuch, vielleicht sollten wir da auch mal wieder reinschauen. Um einige der Geister zu vertreiben, musst du sie an bestimmten Stellen treffen. Aha. Ein Gegner ist in deiner Reichweite, wenn du stirbst. Schon wieder der Bug. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Dokumente. Der Kamerablitz scheint dem Geist den Rest gegeben zu haben. Er hat eine Schere auf dem Boden liegen lassen. Hat sie denn eigentlich ein... Nee, das sind diese komischen Viecher, die ich fotografiert habe. Diese Mücken oder was weiß ich. Ja, was soll ich machen? Was macht man denn an der Stelle? Das ganze Spiel nochmal spielen oder was? Ist doch nicht euer Ernst. Den Scheiß hier jetzt nochmal machen muss mit der Scherenfrau vor allem. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man sowas, ein Horrorspiel geschafft hat und dann die Kacke nochmal machen muss. Das fand ich bei Daylight auch schon immer ein bisschen anstrengend, dass ich da halt dann immer nochmal und nochmal diese Sachen finden musste. Das kann doch nicht sein. Oder ich laufe einfach wirklich mal noch länger als gerade eben. Bin ja doch auch viel in die andere Richtung am Anfang gelaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Vieh auch gar nicht mehr da, wenn man das erste Mal gestorben ist. Kann ja auch sein. Und dass man so denkt, das ist ein Bug, ist es aber gar nicht und man soll so lange laufen. Manche, wenn ich so daran denke, wie lange wir zum Beispiel laufen, wenn wir durch den Tod laufen, dann ist das ja auch so lang. Ich versuche das einfach mal. So in der Hoffnung, dass es kein Bug ist. Ja. Und sonst so. Ist nett hier. Viele Türen. Das Spiel ist nicht sehr lang. Eigentlich habe ich mich gefragt, ob ich es in diesem Part zu Ende schaffe oder noch drei Parts spiele. Werde ich bestimmt tun dürfen, wenn ich mir vorstelle, dass ich das ganze Spiel nochmal spielen muss. Warum kommt sie nicht aus der Puste? Selbst wenn sie tot ist, kommt sie aus der Puste. Verstehe das nicht. Ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu hören. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Oh, die Musik kommt wieder. Das ist ja schon mal was. Und es verändert sich da hinten. Da, das hat sich hinten gerade verändert. Ganz bestimmt. Übrigens, das nächste Mal bleibe ich stehen und mache ein Foto von ihr. Wenn ich kann, wenn ich sie treffe. Es muss ja wieder im Gesicht wahrscheinlich sein, damit es wirklich so ein Krisselfoto wird wieder. Aber es verändert sich die ganze Zeit hinten auch, sehe ich gerade. Wenn man ganz genau darauf achtet, ist der Gang hinten, verzieht er sich wieder so nach hinten, damit es halt bloß nicht näher kommt.
Übrigens, diese Links-Rechts-Schlenker macht sie. Das ist komisch. Och, Linda, jetzt enttäusch mich doch nicht so. Das finde ich jetzt echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich hier mal ins Schwarze fotografieren? Oh, da sieht man ja sogar mal was. Das war die Tür und ich habe mich gerade erschrocken, weil sie von alleine wieder zugegangen ist. Und wenn man mit gezückter Kamera drauf losgeht, ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt schon 10 Minuten vergangen. Ich werde gleich mal in ein anderes Let's Play gucken, was passiert ist. Es muss ja auch irgendein Let's Play geben, wo jemand auch gestorben ist am Anfang und wo es dann wieder lädt. Und dann will ich wissen, ob die Olle da vorne dann wieder da ist oder nicht. Oder ob es normal ist, dass jetzt hier im Gang keine ist. Das will ich eigentlich nur wissen. Um zu wissen, ist es ein Bug oder muss ich nur irgendwas machen? Muss ich lange genug laufen oder... Ja, das werde ich jetzt mal herausbekommen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Es ist tatsächlich kein Bug. Ich habe jetzt mal bei GameTube reingeguckt und die hatten dasselbe Problem wie ich. Es war sehr lustig. Erst habe ich gedacht, ich laufe in die falsche Richtung, weil man soll nicht auf sie zurennen, man soll von ihr wegrennen. Aber irgendwie ist es wohl so, und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich zu weit schon gelaufen bin. Aber es soll hier tatsächlich irgendwo eine Geheimtür geben, indem man die man nur irgendwie sieht mit der Kamera. Und die suche ich jetzt einfach mal, weil ja, Problem ist, dass ich jetzt ja schon so weit gelaufen bin. Wieder mal. Dann laufe ich noch mal ein bisschen in die Richtung. Und irgendwie muss ich die dann erkennen können. Hier ist sie schon. Hier ist die Tür, die wir suchen. Da wäre ich nicht drauf gekommen ohne... Ja, keine Ahnung. So, und mehr weiß ich nicht. Und die öffnen wir jetzt mal. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. So, und da sind wir wieder zurück? Oder wie? Iu. Da unten war doch immer das Schwein und so. Komm ich jetzt raus? Ich komm nicht raus. Komm, heb deine Kamera. Wo ist sie? 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 Ja! Da ist sie. Tötet sie mich? Oh, ich krieg einen Rappel mit sowas. Wo ist sie? Mädel, du stirbst. Linda, du stirbst. Ich war nicht schnell genug. Ich war zu blöd, ein Foto zu machen, was sehr blöd ist. Jetzt kann ich den Weg nochmal laufen und wir wissen, wie doof das ist. Nein, ich möchte hier nicht für immer bleiben, das stimmt. Wer war denn das jetzt? Ihre Mutter wieder? Oder... Ich will die Stimmung nicht kaputt machen, aber... Wer ist sie und was will sie von uns? Und wieso kommt sie, wenn ich rausgehe, um uns doch wieder festzuhalten? Aber sie sagt doch, dass wir raus sollen, oder nicht? Ich habe es jedenfalls verkackt. Tut mir leid. Jedenfalls konnten wir jetzt raus. Es ist doch phänomenal, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Das konnten wir ja vorher nicht. Wieso spricht sie für uns? Linda kann für sich selbst sprechen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich es gleich wieder verhau, aber... Ich bin entspannter aber bei ihr als Geist als vor der Scherenfrau, sage ich jetzt schon mal. Also...
Es liegt einfach an diesem Gezuckel in den Wiesen und dann noch mit der Schere und diesem Geräusch, schnipp, 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 das fand ich einfach total eklig. Während das so ein bisschen bei der jetzt, ja, die sieht eher so Gothic-Frau-mäßig aus. Und, ist okay. Ich muss sie nur irgendwie treffen, das wäre schön. Muss ich es jetzt wieder probieren? Oder kommt sie von alleine wieder? Linda, läufst du oder? Danke fürs Laufen. Nochmal. Okay. Okay, ich laufe. In der Hoffnung, dass sie irgendwo auftaucht, dass ich weiß, wo sie auftaucht. Wo ist sie? Das ist voll gemein. Ich laufe doch schon. Das waren zwei Versuche, Leute. Zwei Versuche, wo ich... Das ist, finde ich, unfair. Das finde ich echt gemein. Ja, run, run. Du lässt mich ja nicht rennen. Ich renne hier durch die Gegend, damit mir nichts passiert. Dann steht sie auf einmal hinter mir und kriegt mich. Das ist ein bisschen gemein. Das ist ja schon fast noch unfairer als mit der Scherenfrau. Mache ich jetzt gleich ein Foto von ihr, sobald sie vor mir steht? Am besten schon, oder? Das geht ja dann nur der erste Versuch, oder? Oh. Beleidigte Alexis. Run. 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 Nein, möchte ich nicht, aber du lässt mich ja nicht raus. Hehe. Lass mich doch mal ein Foto von dir machen. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser elendlange Weg dafür da ist, um einen davon abzuhalten, dass man nicht so schnell stirbt. Aber irgendwie, selbst wenn ich immer wieder neu laden müsste, wäre ich genauso frustriert. So ätzt es mich nur noch immer ein bisschen mehr an. Also so richtig anätzen. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen mehr Unterhaltung, während wir hier den Geisterlauf ins Licht zurückbringen. Wobei diese Unterhaltung sehr einseitig ist. Linda sagt nicht so viel, die muss sich aufs Laufen konzentrieren, ins Licht, sie überhaupt wieder zu Bewusstsein kommt. Oh. Und dann werde ich sofort ein Foto machen und es wird bestimmt sowieso nicht hinhauen. Weil die Kamera dann zufällig wieder nach unten hin zeigt und nicht nach oben und schon ist der Moment vorbei. Na komm schon, Linda, komm schon. Komm schon, komm schon, Linda, 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 Linda. So, Kamera zücken, Kamera zücken, Kamera zücken und... Voll nicht geklappt. Ja, das war das erste Mal. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn hier? Oh, ich kann was machen. Was mache ich jetzt? Ich lauf raus. Ich lauf raus. Ich lauf weg. Passiert mir da währenddessen? Oh, da vorne ist sie ja. Die Olle. Oh nein, sie kriegt mich so wieder. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf raus. Komm, wir schaffen das nochmal. Wir schaffen das nochmal raus. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Oh, die Tür geht nicht mehr. Oh nein, wie blöd. Kann ich denn... Okay, Trick Nummer 1. Mach gar nicht erst ein Foto von ihr. Trick Nummer 2, mach die Tür auf. Trick Nummer 3, lauf weg. Trick Nummer 4, wohin?
Also, die Tür ging beim dritten Mal nicht nochmal auf, was ich doof finde. Die Kamera nimmt sie beim Mückensturm nicht hoch. Wo soll ich dann hin? Keine Ahnung, wohin. Also ich weiß nicht, wenn der Mückensturm um mich ist, wohin. Und ich würde ja echt gerne ein Foto machen von ihr oder von den Viechern, aber geht beides nicht. Von daher, ich meine, das Geländer ist groß genug, sag ich mal. Also das Geländer, ihr wisst, was ich meine. Die Umgebung ist groß genug, dass ich Treppen hoch, Treppen runter, sonst wohin laufen könnte. Das finde ich so ein bisschen gemein. Man wird echt ein bisschen allein gelassen. Nicht jetzt von den Rätseln her, die kann man, wenn man schlau genug im Gegensatz zu mir, schon lösen. Aber von ganz alleine auch das vielleicht mit dem Foto von diesem, wo die Figuren so alle untereinander gerade stehen müssen, damit man ein Foto hinkriegt. Und du sappelst mir die ganze Zeit rein, du Tussi. Und auch das mit dem Schlüssel vom Schwein, also es sind so schon Sachen, die kann man sich denken, ne, dass man die Schere dann kriegt. Aber jetzt bin ich schon wieder so, hä? Und was ist mit dem Zappelgeist-Typen, der da immer am Anfang auch war? Hätte man den auch kriegen können? Hätte man von dem ein Foto machen können? Weiß das irgendjemand von euch? Kommt der noch? Oder ist es vielleicht sogar die jetzt hinter uns her ist? Dass das gar kein Mann war, sondern sie? Kann ja auch sein, dass es dieselbe ist. Naja, ich weiß echt nicht gleich wohin, aber ich versuch's mal. So viele Minuten haben wir für diesen Part leider auch nicht mehr. Die meiste Zeit geht immer drauf, wenn wir hier den Lauf machen. Kann ich leider nichts für, außer dass ich es schneiden könnte. So, und dann versuche ich das jetzt einfach nochmal. Lass mich mal vorbei. Ja, komm, einmal darfst du. Wobei das zweite Mal. Jetzt kommen ihre Käfer. Soll ich denn hin? Soll man nach unten? Soll man nach oben? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal nach da hinten. Meistens war das eigentlich eine geisterfreie Zone, wenn ich es überhaupt so weit schaffe. Oh, die Musik ist auch echt ultra schön. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich versuche es einfach mal. Wer weiß, ob sie da jetzt auch ist? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oder auch nicht? Nee, da will ich hin. Da war die Katze immer. Da hinten war eigentlich immer geisterfreie Zone. Scheiße, ist es hier nicht. Scheiße, das folgt mir. Boah, ich sehe kaum was. Ach ja, es... Scheiße. Und sie kommt mir hinterher oder... Ah, oh Gott! Gott, voll das Gewusel. Linda! Linda, sag doch mal was. Linda, da ist die Katze. Bring mich hier weg. Schloss ist kaputt. Hier, guck mal. Tür zu. Ah, ich bin mit ihr drin zusammen drin. Ah, Scheiße! Oh Gott. Oh Gott. Nein, sie hat mich. Ne, sie hat mich, oder? Nein, sie hat mich immer noch nicht. Wahnsinn, wieso dauert das diesmal so lange, bis sie mich kriegt? Wo soll ich hin? Ah, Leute.
toll, Sackgasse. Nein! Jetzt hat sie mich aber, ne? Jetzt hat sie mich aber und ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Wir sehen uns im nächsten Part von Dreadout. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Part gibt es anscheinend noch und dann war es das vielleicht oder auch nicht. Ja, bis dann!